For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, hier eine Kragenechse. Mal gucken, dass er schön seinen Kragen stellt. Genau. Machen die leider, wenn die irgendwann so zahm sind, machen die das fast nicht mehr. Australische Kragenechse, beziehungsweise auch aus Indonesien. Ich glaube, ein echt legendäres Terrarientier. Ne? Jetzt macht das schön. Aber wenn man so guckt oder in der Presse oder so, ne, so eine Kragenechse, sieht man wirklich oft abgebildet, weil die natürlich schon wirklich originell sind mit diesem Kragen, den die hier so abspreizen können. Ne. Das sieht natürlich schon phänomenal aus. Das Tolle ist auch, dass es wirklich ein tolles Terrarientier ist. Wirklich, also von der Haltung her im Prinzip fast wie eine Bardagame. Das Terrarium vielleicht noch gleich ein wenig höher. Lassen die sich wirklich ganz toll halten. Haben wir auch mal eine Reptil-TV-Folge drüber gemacht, über Haltung von Kragenechsen. Aber das ist schon eine Weile her. Und jetzt haben wir gerade ein paar so hübsche Jungs da. Die sind jetzt so ja, halbes Jahr alt, halb, dreiviertel Jahr alt. Deswegen hier heute mein Intro-Tierchen für euch, wollte ich euch unbedingt zeigen. Das Thema heute ist der Brian Barczyk. Leider Bad News von Brian Barczyk. Ich denke, in der Reptil-Community kennt den Brian Barczyk wirklich so ziemlich jeder weltweit. Kommt aus USA, macht seit Urzeiten ist er im Reptilien-Business, beziehungsweise Urzeiten, er ist genau genommen eigentlich so ziemlich one-to-one, so lang wie ich im Business. Also wir haben das ziemlich gleich angefangen, hat sich fast wegen parallel entwickelt. Er in den USA, ich in Deutschland. Er hat sich noch viel mehr auf die Socials spezialisiert, also macht jeden Tag sein Videoblog. Vlog so genannt in Neudeutsch, auf seinem Kanal unter Brian Barczyk YouTube könnt ihr jeden Tag ein Video von ihm sehen, was die meisten von euch bestimmt auch regelmäßig schon gesehen haben, mit über 4 Millionen Abonnenten auf seinem Channel. Ist er da wirklich, glaube ich, im Reptilienbereich ist er bestimmt da der Größte. Ja, und vor ein paar Wochen die wirklich beschissen Bad News, dass er an Krebs erkrankt ist und an Bauchspeicheldrüsenkrebs sogar erkrankt ist, was wirklich so eine von den blödsten Krebssorten ist. Das hat er auch in seinem Videoblog fast one-to-one an die Community weitergegeben. Denke ich, ist aus einziger, oder ich bin mir sicher, er hat wahrscheinlich auch überlegt, oh, was mache ich? Halte ich da hinterm Berg und was weiß ich, habe einerseits bin krank, mache weiterhin meinen Blog oder bin ich krank, gehe offen damit um, und er hat den offenen Weg gewählt und das finde ich auch genau richtig und Respekt dafür. Und genau, da konnte man das in, ich glaube die Folge hieß ja, Bad News oder sowas hieß es sogar, und dann wurde es leider noch ein bisschen noch schlechter, dass dieser Krebs auch wirklich schon recht groß ist. So groß, dass er im Moment auch nicht operierbar ist und lediglich durch Chemotherapie versucht werden kann, den zu verkleinern, den zu bekämpfen. Also aus medizinischer Sicht total ein Oberkack. Der Grund, dass ich den Film mache, ist einfach, dass wir schon ewig befreundet sind, der Brian und ich. Unser Business hat sich im Prinzip gleichzeitig entwickelt. Er in den USA, ich in Deutschland. Er war mein erster großer US-Lieferant für die ganzen Schlangen aus USA, also Nattern, aber auch Boas, Pythons, alles von ihm bekommen. So ist aus der Geschäftsbeziehung eine Freundschaft geworden. Man hat sich jedes Jahr mindestens einmal gesehen in Daytona auf der Börse oder damals noch in Orlando fing das sogar an. Seine Frau, die Lori, war dabei. Seine Kinder, Jade und Noah, habe ich, also der Noah, ich glaube, der hat in die Windel gemacht. Beziehungsweise da am Anfang gab es ihn, glaube ich, noch nicht einmal.
so kennt man sich seit wirklich Jahrzehnten. Er war mal hier, wir sind mal zusammen, da wird er sich auch noch dran erinnern, sind wir zusammen nach Hamm auf die Börse gefahren, im überfüllten VW-Transporter, nicht einmal Sitze drin, da hat man einen Klappstuhl hinten reingestellt. Da saß der Brian hinten drin auf dem Klappstuhl, zum Glück verjährt, falls jemand Polizist ist, man kann mir nichts mehr anhaben. Und so gibt es halt zig alte Storys, wo man zusammen gemacht hat, beziehungsweise ich war bei ihm dann zu Besuch. Da habe ich auch noch 2, 3 Fotos. Ich habe nach den ganz frühen Fotos habe ich geschaut, leider nichts gefunden, hat man noch viel mit Dias und so gemacht, aber dann, wo dann die digitale Zeit kommt, kam, dann war ich mal bei ihm, da habe ich ein paar Fotos, die Lori hier beim fleißig Arbeiten, beim Schlangenfüttern, der Brian am Schreibtisch, Big Boss und so weiter, oder hier ich, Lori, Brian zusammen, das war alles vor, ja, das ist jetzt auch schon mindestens 15 Jahre her, müsste man das Datum recherchieren. Oder hier noch ein Foto, die Lori, das war die Breeders Expo, das war dann schon zu Daytona-Zeiten, nicht mehr Orlando, das war dann schon Daytona. Oder ein uraltes Dia habe ich gefunden, aber leider so unscharf, also eigentlich könnte man es uns auch schenken, das einzublenden, aber wir blenden es trotzdem mal ein. Da hatte ich noch ganz kurze blonde Haare, daher weiß ich, dass es steinalt ist. Und auch der Brian, also da waren wir echt nur Milchbubis, unglaublich, gell? Ich habe im Vorfeld natürlich auch mit dem Brian gesprochen, habe gesagt, du, ich möchte eine Folge machen über dich oder dir zu ehren oder um dir Kraft zu schicken. Und er fand es cool, er fand es super, hätte ich sonst auch nicht gemacht. Er hat auch eine kleine WhatsApp-Nachricht für mich beziehungsweise vor allem für euch geschickt, die wir euch jetzt hier gern einblenden. I wanted to just say thank you to all the people that support me all over Germany, all over Europe. Thank you for Stefan from Reptiles TV for doing this video. I want you guys to know that your support means the world to me. You've been great to me for so many years, and through this battle I'm going through right now, all of your love and support is just absolutely incredible. I just wanted to say thank you so much and know that I'm battling hard and I'm not giving up, and I'm going to do everything I can do to beat this and continue to educate people about reptiles as hard as I can around the world. Wie gesagt, alte Fotos habe ich keine, da wären wir zeitlich noch weiter zurück, was ich erzählt habe, aber zumindest ab 2009 haben wir ja Reptil TV beziehungsweise sein Snakebites TV, und da gibt es Filme zusammen, die ich euch zeigen kann und zeigen will. Das fing 2009 an, das war Folge 6 von Reptil TV, Brian und mir zusammen. Ihr seht, schon damals war der Brian definitiv das bessere Talent, was die Kamera betrifft. Herzlich willkommen zu einem Daytona Special von Reptil TV. Stefan, was machen wir heute? Ja, heute sind wir hier in Florida auf der National Reptile Breeders Expo. Wir wollten euch mal ein bisschen hier rumzeigen, euch einige schöne Tiere zeigen, einige Leute. Und ich habe hier gerade Brian bei mir, und da wollte ich die Gelegenheit nutzen, ihn ein bisschen zu fragen, was er denn von Reptil TV hält. Brian, how you liked our Reptil TV show? Did you watch it sometimes? You know, I have watched, and I got to be honest with you, it's a total rip-off of our show, Snakebites.tv. And, you know, to me, I don't know, it's just a scam. I don't know, you know, it's hard to trust this guy, to be honest with you. Okay, dann ich übersetze gerade mal. Also Brian hat gesagt, er ist ein großer Fan von unserer Show. Er guckt jede Sendung und er findet es absolut riesig. Danke für Brian, dass er uns hier den netten Einstieg gemacht hat. Und don't forget, check my balls. Guten Tag. 2010 haben wir auch das Intro zusammen gemacht. Oh, da muss ich mich echt fragen, was ich da irgendwie, das ist, glaube ich, da, wo mir immer mein Kopf abkippt, ne? Keine Ahnung, was, ich glaube, ich hatte einen Spickzettel oder was. Schaut da mal rein. Herzlich willkommen zu Stefan, what's the name of the show again? Reptil TV. Ah, Stefan, was machen wir heute?
Ja. Ich bin hier mit Brian, BHB Enterprise. Wir sind hier auf der National Reptile Breeders Expo. Und ja, wollte ein bisschen noch einen Brian interviewen, ein schönes Intro mit ihm machen. So Brian, how is the show for you so far? How you like well, you the know, business? The show's been great. Lots of people, lots of cool animals. It's awesome. But I got to tell you what, the highlight of this show was kicking Stefan's ass in the go-kart race. Okay. Ja, gestern Abend waren wir ein bisschen Go-Kart fahren und er war ganz stolz, dass er mich besiegt hat. What do you think is the coolest animal on this show? Oh gosh, there's been so many cool animals I've seen. There's some reduced pattern Woma pythons I thought were really cool. There's some little lizards from New Zealand that are outrageous that have live young. Gosh, it's hard to say. Some really cool blood pythons, a lot of cool ball python morphs. There's all kinds of cool stuff. Okay, thank you for your help. Irshat Grate Reptil Tuvo. 2011 hatte ich versucht, meine Reptil-TV-Kanal an Brian zu verkaufen. Er hat irgendwie, ich glaube, einen Yellowbelly Ball Python oder sowas wollte er mir dafür bezahlen. Da habe ich dann doch abgelehnt und zum Glück meinen Channel nicht an den Brian verkauft. Auch ein cooler Film. Huschlif, willkommen zu Reptile TV. Okay, I'm Brian from Snake Bites TV, and as I was looking around, I came across Reptile TV, and you know what? I thought this might be a channel I might want to buy. So I talked to Stefan, and we worked out a deal. So we're in Daytona for the National Reptile Breeders Expo. It's one of the biggest shows here, so I wanted to show my new audience, you guys, the whole reptile show. But I thought I'd bring on some help. Stefan, can you come over here for a second? I want you guys to meet Stefan. He's going to be working for me now. Can you do us a favor and show us the show? I have to, yes, no problem. Okay, guys. Okay, hope thanks. You enjoy. Ja, dann werde ich mal ein bisschen hier die Börse filmen für meinen neuen Arbeitgeber. Hier haben wir seinen Stand, BHB Enterprise. Und 2012 in Japan haben wir uns da getroffen, waren wir in Japan auf der Japan Reptile Show. Und dazu gibt es natürlich auch einen hübschen gemeinsamen Ausschnitt. Ja, Brian ist auch am Ende, die Show ist zu Ende. Hier noch a few last kind nice words to your German fans, German Snakebite fans. Well, I tell you what, I'm going to be honest with you guys. Germany is definitely a lot more fun than Japan, but I love it here. It's an awesome show. You guys should make the trip, but I look forward to seeing you guys in Ham, Germany soon. Wie gesagt, es sind so die vielen gemeinsamen Erinnerungen, die man hat und die Freundschaft, die man hat. Und deswegen, also Sinn und Zweck meines Films hier ist einfach, dass mir dem Brian irgendwie Unterstützung schicken oder Energie schicken oder was auch immer, ne? In welcher Form auch immer. Ihr könnt unten drunter posten unter dem Video, macht ein @BrianBarczek dazu, dann ist er verlinkt bei den Kommentaren. Wünscht ihm Kraft, Kraft, Genesung, tolle Tage, Energie, was immer. Oder wer, was weiß ich, Brian ist ein christlicher Mensch, ein gläubiger Mensch, ich auch. Einige oder viele von euch werden einen grinsen, aber ihr könnt für einen Brian beten. Also er glaubt dran, ich glaube auch dran. Ich bin überzeugt, das hilft. Auch egal welche Religion, jede Art von Religion, glaube ich, ist gut. Und das Gebet kommt bestimmt an, egal zu welchem Gott. Also, das ist eigentlich der Sinn dieses Filmes. Also, auch nochmal von mir, Brian. Wenn du die Folge siehst, ich hoffe oder ich bin sicher, du siehst sie auch, von mir nochmal alles Gute, alle Kraft, du wirst es machen und du wirst jeden Tag kämpfen und freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Ich sage jetzt nicht check my balls, sondern bis dann mal.